Mahlzeit und hallo, liebe Mystery-Freunde. Ich habe ja immer mal wieder darauf hingewiesen, in Videos hier auf Mystery Files oder auf meinem Blog fischinger-blog.de, dass ja quasi tagtäglich irgendwelche Studien erscheinen von irgendwelchen schlauen Astronomen oder Physikern, die ja auch die Thematik hier von unserem Kanal betreffen, eben zum Beispiel außerirdisches Leben oder Exoplaneten oder eine Erde 2.0 und all so etwas. Und genau so eine Studie ist jetzt auch wieder erschienen, und zwar im Astrophysical Journal. Die ist jetzt einige Tage alt, diese Studie ist nicht besonders lang, ich zeige sie gleich auch nochmal. Und da geht es darum, wie viele extraterrestrische Zivilisationen gibt es eigentlich in unserer Galaxis, in unserer Milchstraße, die Fähigkeit haben zu kommunizieren. Das heißt also, nehmen wir einfach mal an, 2000 Lichtjahre entfernt ist eine Zivilisation jetzt aktuell, beziehungsweise in 2000 Jahren muss sie eben auch noch da sein. Die könnten wir anfunken und die könnten dann auch antworten, weil sie quasi mindestens den gleichen Stand der Technologie haben, wie wir es seit einigen Jahrzehnten haben, dass man eben mit Radioastronomie theoretisch kommunizieren könnte. Und da machen sich ja die Wissenschaftler schon seit den 60er Jahren immer wieder Gedanken darum, und zwar aufgrund der Drake-Gleichung von Professor Frank Drake, eine Gleichung, die absolut rein theoretisch dazu in der Lage ist, zu berechnen, wie viel von solchen Zivilisationen es denn in unserer Galaxis gibt. Und da geben sich wirklich seitdem die Studien und Untersuchungen und Berechnungen die Klinke in die Hand, was alles grundsätzlich rein spekulativ ist. Denn man weiß überhaupt nicht, wie viele Gesteinsplaneten in einer bewohnbaren Zone, also in einer habitablen Zone existieren, wo eben sich eine Zivilisation entwickelt hat, eine technologische Zivilisation. All das ist und bleibt vorerst noch Spekulation. Aber in dieser Studie, so sieht sie aus, von den beiden Astronomen Wenji Song und He Gao, gehen sie davon aus, dass es eventuell nur 111 solcher Zivilisationen gibt. Interessant ist natürlich, das betonen sie, dass dies vollständig in den Bereich der Hypothese fällt und alles höchst unvorhersehbar ist. Sie versuchen aber da zu berechnen, wie viele von diesen Zivilisationen existieren und wann wir denn mit diesen Kontakt aufnehmen. Und dann nehmen sie ein Beispiel, dass ein Stern 25% seiner Lebensspanne erreicht haben muss, bevor auf einem Planeten in einer bewohnbaren Zone eben um diesen Stern eine Zivilisation entstehen kann. Leben meinetwegen natürlich viel eher, aber wir brauchen ja eine Alien-Zivilisation. Und das wäre dann so 0,1% Wahrscheinlichkeit. Und in diesem Fall gäbe es allein in unserer Galaxis mehr oder weniger aktuell 42.000 außerirdische Zivilisationen. Das hört sich gigantisch viel an und ist eben aufgrund der Drake-Gleichung dann so berechnet worden, wie viele Sterne entstehen, in welchen Zyklen, wie viele Planeten entstehen dort. Aber zum Beispiel vor zwei Jahren, im Jahr 2020, erschien auch eine Studie, die ging davon aus, es gibt nur 36 solcher Zivilisationen. Es gibt auch Berechnungen, ganz, ganz pessimistisch, dass es nur eine einzige Zivilisation in unserer Galaxis gibt und damit sind wir Menschen gemeint. Aber es gab dann auch welche, die von mehreren 10.000 ausgegangen sind, und sie schreiben auch in ihrer Studie, wenn dem so ist, dass es nur 111 Zivilisationen gibt, dann machen wir mal ein paar andere Berechnungen, und zwar, dass ein Planet um eine Sonne ungefähr so nach 75% der Lebensspanne dieses Sterns erst eine Zivilisation hervorbringt. Sie sprechen davon 0,001% Wahrscheinlichkeit. Dann wäre das ganz, ganz übel, Kontakt mit diesen außerirdischen Zivilisationen Kontakt aufzunehmen. Das würde nämlich bedeuten, dass unser Planet, unsere Zivilisation hier auf dem Planeten noch 400.000 Jahre existieren muss und wir dann erst in 400.000 Jahren Kontakt mit diesen fremden Wesen irgendwo in unserer Galaxis herstellen können. Bei mehr Zivilisationen, bei einer größeren Spanne, dann würde das alles viel schneller gehen, vielleicht 2000 Jahre oder so. Aber all das sind natürlich enorme Zeiträume. Wenn man jetzt nochmal an diese 400.000 Jahre denkt, unsere Zivilisation, ja, von vielleicht am Beginn der Landwirtschaft oder Ackerbau, sagen wir mal so 12 oder 15.000 Jahre, nehmen wir mal ganz großzügig an, da wurde erst der Mensch so wirklich sesshaft und hat Ackerbau und Landwirtschaft da eben betrieben, Viehzucht und all so etwas. Und was sind denn da 400.000 Jahre? Das sind Zeitspannen, die können wir uns mit, wie wir
gerade mal 100 Jahre alt, sage ich mal. Das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen. Aber wie Sie eben in Ihrer Studie dann mehrfach unterstreichen, alles ist Hypothese und die Annahmen sind alle sehr unsicher. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele Sonnen existieren oder manchmal auch Doppelsternsysteme. Wie viele es denn da geben könnte, dass Planeten da entstehen und Leben entsteht und dieses Leben sich entwickelt zu einer Intelligenz, all das sei hypothetisch. Und das finde ich immer so schön an solchen Studien. Die schreiben davon Wahrscheinlichkeitsberechnungen von Möglichkeiten und eben von Hypothesen. Aber im Endeffekt ist das alles reine Spekulation. Wenn wir so als Mystery Files Fans, als Freunde des Fantastischen, wenn wir solche Hypothesen aussprechen und davon ausgehen, dann ist es natürlich immer eine Spekulation. Hier ist es natürlich mit einem wissenschaftlichen Anstrich eben erschienen im Astrophysical Journal. Das ist dann natürlich alles ganz wissenschaftlich und im Endeffekt, ich weiß nicht, die haben oftmals nichts anderes zu tun, als irgendwie sich irgendwelche Formeln wieder hervorzukramen. Wie gesagt, diese Drake-Gleichung, auch Drake-Formel genannt, stammt schon aus den 1960er Jahren, um da diese Faktoren nochmal neu einzusetzen und nochmal irgendwie was zu berechnen und dann eine Studie zu veröffentlichen. Diese ist jetzt in diesem Fall, in diesem Beispiel jetzt 10 Seiten lang, aber da gibt es auch welche, die sind 20 Seiten lang, um dann irgendwie etwas publiziert zu haben, rein hypothetisch natürlich, damit der Name quasi gedruckt wird. Ich kann es oftmals nicht ganz nachvollziehen, warum solche Studien immer und immer wieder veröffentlicht werden, weil es ist alles im Endeffekt reine Hypothese/Spekulation. Was natürlich auch ganz interessant ist, was eigentlich bei allen diesen Studien und Untersuchungen der Fall ist, irgendwelche Phänomene im Luftraum, eben das UAP-Phänomen, wird bei solchen Annahmen, bei solchen Hypothesen fast niemals berücksichtigt. Es gibt verschiedene Aussagen von etablierten Wissenschaftlern, die sagen, wir müssen auch dieses Phänomen bei der Suche nach Intelligenzen im All mit einbeziehen. Da ist es aber so, es gab natürlich in den letzten Jahrzehnten so einen Paradigmenwechsel, dass man dieses Phänomen der UAPs, der UFOs eben so ein bisschen seriöser und sachlicher und wissenschaftlicher angeht. Aber so wirklich alle Astronomen, Astrophysiker, die trauen sich da an dieses Phänomen noch nicht heran. Denn wir wissen natürlich alle, die klassische Erklärung in Sachen Mystery-Erklärung ist natürlich für das UAP-Phänomen, dass da eine extraterrestrische Intelligenz hintersteckt. Aber ich spontan kenne solche Studien nicht, die dieses Phänomen mit berücksichtigen. Falls ihr sowas kennt, könnt ihr gerne mal unten einen Link posten oder einen Hinweis geben, wo solche seriösen, spekulativen Studien erschienen sind, wo das Phänomen eben mit eingeflossen ist. Überaus interessant sind solche theoretischen Überlegungen meiner Meinung nach immer, denn wir interessieren uns ja für die Rätsel des Kosmos, Rätsel der Vergangenheit, Rätsel unseres Planeten oder der Menschheit allgemein. Deshalb ein kleines kurzes Video, gern einen Daumen hoch dafür geben, liebe Lasianer, und verzeiht mir bitte, ich bin immer noch heiser, seit Wochen bin ich heiser. Deshalb, euer Ton ist nämlich in Ordnung, es liegt an meiner Stimme. Lasst gerne noch ein Abo da, ein Feedback und schaut auch noch mal ein paar andere Videos in Sachen Mystery Files und Rätsel der Welt hier auf meinem Kanal. Dann sage ich mal tschüss, bis zur nächsten Folge, euer Lars.